Hail, Traveler. Gut. Oh, reise ich einfach mal übers Urfeuer, um ein bisschen Zeit zu schinden, dass die letzte Stunde, die da noch zu vergehen hat, vergeht. Da ist nämlich unsere Kaserne fertig und wir können endlich Leute zum Schutz anheuern. Das bedeutet auch, dass unsere Burg langsam, also unsere Festung langsam belebt wird. So, das war schon mal eine halbe Stunde. Und ich sollte wirklich mal so einen Abenteurer-Char erschaffen. Nur einfach, damit ich jemanden habe, der solche Aufträge erfüllt. Attentäter? Viele Attentäter. Okay, warum töten die einfach irgendjemanden, der da rumliegt? Ja. Mach mal ein Verbot auf die beiden. Und du bombst sie mal. Okay, Fenris ist wieder ausgeschaltet. So, so ein Feuerschwertchen, das bringt ihn schneller um. Benutzen wir gleich nochmal eins am besten. Du kannst nichts mehr. So. Es ist eigentlich schade um die Person, die hier drauf gegangen ist. Das war die übrigens, die hier am Brunnen rumstand. Und du hättest uns ruhig helfen können von der Dunrüthstraße. Aber nein. Du guckst nur zu. Hallo. Verzeihung, ich suche nach dir. Du hast den Fluch im Erbhügel aufgehoben. Meine Herrin, die namenlos zu bleiben wünscht, hat mir aufgetragen, dir diese Pistole zu bringen. Sie gehörte einem ihrer engen Freunde, der dem Fluch zum Opfer gefallen ist. Meine Herrin möchte, dass du sie bekommst für deinen Anteil an der Rettung von Erbhügel. Hier, möge sie dem Kampf gute Dienste erweisen. Vielen Dank. Gern geschehen. Nun muss ich mich verabschieden. Leb wohl. Eine gute Pistole. Du bist eigentlich auch eine Pistole, oder? Ja, warum können wir nicht zwei Pistolen gleichzeitig benutzen? Vergebung macht Entschlossenheit plus 2. Entschlossenheit plus 2. St. Gurmans Funke. Die sieht auf jeden Fall cooler aus. Eigenschaften Geschwindigkeit. Achso, Entschlossenheit plus 2 ist der falsche Name. Geschwindigkeit, SR-Reduzierung, beschädigend. Markieren, Schockpeitsche. Was ist markieren? Plus 10 Genauigkeit gewährt für einen Verbündeten, der das gleiche Ziel angreift. Schockpeitsche, SR reduzieren. Oh, wir können sie noch verzaubern. Qualität. Gut können wir sie gerade nicht machen, denn dafür fehlt uns eine Pilgerkrone. Außergewöhnlich bräuchten wir Stufe 8. Wow, das ist teuer. Aber das würde sich lohnen. Vitrak-Gehirn und Rubine. Naja.
So, dann kommt das mal weg. Und wir betreten jetzt das Gebäude. Wir sehen eigentlich gerade so unsere Charaktereigenschaften aus. Das gucke ich auch gleich mal. Wohltätig sind wir schon bei 3. Ja, es gibt ein Achievement, wenn man in 3 von diesen Reputationen eine 3 kriegt. Vielleicht, diplomatisch und rational noch. Das würde zu Hagrim passen. Wohltätig eigentlich weniger. Das macht Hagrim eigentlich unabsichtlich wohltätig sein. Weil diplomatisch und rational ist Hagrim auf jeden Fall. Er versucht, Schwierigkeiten zu vermeiden, wenn es geht. Hallo. Ich konnte etwas über die Operation des blinden Schlüssels herausfinden. Na, raus damit. Der enge vitanische Turm im Erdpügel enthält eine uralte Maschine, welchen den Strom der Seen kontrollieren kann. Der blinde Schlüssel hat sie aktiviert. That civilization seems to have known more about the mechanics of souls than anyone since. The leaden key was born in that period. It may be that Theos has full knowledge of their technology. The applications of this machine you speak of. I don't want to think about it. Das ist besorgniserregend. Diese Zivilisation scheint mehr über die Mechaniken der Seele gewusst zu haben als jeder nach ihnen. Der bleierne Schlüssel ist in dieser Zeit entstanden. Vielleicht weiß Taos alles über ihre Technologie. Die Anwendungsmöglichkeiten für diese Maschine, ich will sie mir gar nicht ausmalen. That isn't enough to take to the Duke, but we're close. Avar Wulfgrin is a cautious man. He will want to know everything possible before being moved to action. Das reicht nicht, um den Duke zu überzeugen, aber wir sind nah dran. Eva Wolfgrins ist ein vorsichtiger Mann. Er wird alles wissen wollen, bevor er zur Tat schreitet. Das ist alles. Dein Vorschlag ist recht ermutigend. Ich hoffe nur, dass wir nicht zu spät sind. So, okay. Kaserne ist abgeschlossen. Sagadi ist noch beschäftigt. Berat-Priester, blutüberströmter Verbrecher. Goldpakt-Ritter, Hüter der Wildnis. Oh, das können wir alles anheuern. Zum Beispiel einen Vorhutsoldaten, der klingt gar nicht mal so schlecht. Der ist angeworben. Okay, der kostet uns 10 Kupfer pro Tag. Wir können aber auch einen Berat-Priester noch anheuern. Einen Goldpakt-Ritter, der klingt gut. Und Skald, Söldner, Gedankenstürmer. Unordentlicher Jünger, nicht wirklich. Ein Hüter der Wildnis wäre noch nicht schlecht und ein Scharmütz. Wow, jetzt haben wir aber wirklich. Ausbauen Gefolgsleute Verschiedenes. Skaldvagabund. Blutüberströmter Verbrecher, nicht wirklich. Ich wollte noch den Scharmützelbogenschützen. So. Jetzt habe ich 5 Gefolgsleute. Und ich kann was Neues in Auftrag geben. Ich wollte ja die Bibliothek als nächstes bauen. 2 Tage. Das heißt, wir können jetzt nochmal im im Kupferweg rasten. Dann mache ich mal, kurz meine Schriftrollen arrangieren. Und das ganze Zeug vielleicht noch schnell vorher verkaufen, was ich da jetzt schon wieder so angesammelt habe. Je nachdem, wie viel Zeit bleibt. Die Aufnahmesession neigt sich nämlich langsam wieder dem Ende. Ich möchte nicht ständig überziehen. So.
Mal gucken. Gebrauchsgegenstände sind hier. Schriftrolle des glitzernden Blitzes zum Beispiel ist perfekt für ihn. Flammenfächer können wir auch gut gebrauchen. Ritual der uralten Legenden. Wissen, nee. Gebet gegen Gebrechen. Nein. Sonst haben wir... Oh ja, Schriftrolle der Verteidigung. Das ist was für Durens. Enchantments. Wir haben ein Stück Käse bei den Gebrauchsgegenständen. Hier sind die verschiedenen Sachen. Zutaten, Questgegenstände. Polierter Stahlschlüssel, schwerer Eisenschlüssel, Krankenakte. Ja, und da sind die ganzen verzauberten und unverzauberten Sachen. Okay. Ich pack mal den Schnellgang rein, dann sind wir etwas schneller. Da wir ja eh jetzt nur rumlatschen und handeln. Und schlafen. Also wir haben jetzt 5 Gefolgsleute, die kosten uns pro Tag 50 Kupferpfand. Das ist ja nicht so, als ob wir uns das nicht leisten könnten, wenn dafür unsere Festung sicherer ist und wir mehr Steuergelder kassieren. 'Verkaufen wir mal an Sie hier. Zeig mir deine Waren. So, Enchant. So, alles was unverzaubert ist, hier kann weg. Ups. Zaubermacherwälzer. Ja, davon haben wir ja ein paar. Akebuse, die können auch weg. Da hätten wir übrigens eine gute Akebuse. Vielleicht. Nee, Hagrim hat einen, hat ja die Festungsmauer da. So, alles andere haben wir hier nicht doppelt. Das hier kann alles weg. Rohhautrüstung kann eine weg. Plattenpanzer. Kann einer weg. Hier die ganzen unverzauberten Kopfbedeckungen. Und dann handeln wir mal. So. Jetzt noch schnell rasten. Das kommt schon. Ich hätte gerne ein Zimmer. Ja. Rasten wir jetzt einfach einmal normal. So. Deine Sicherheitsleute berichten, dass... Was? Eine Gruppe von Schatten und Schleichern ist aus Ort Nua gekrochen und befindet sich auf dem Weg in die Herrenhalle. Manuell beenden, automatisch beenden. Das gucken wir dann beim nächsten Mal. Muss ich mich nur dran erinnern. Wir speichern jetzt erst einmal. LP 11. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.